und herzlich willkommen bei Commander Jenso in der Garage. Jo, hat mir gestern so viel Spaß gemacht, das andere Video zu machen. Da dachte ich mir gleich, machst du gleich nochmal eins. Und zwar unter der Prämisse und dem Gedanken, eigentlich habe ich den Tank hier, den neuen Schweden-Tank, den Gold-Tank, nicht so richtig vorgestellt. Und außerdem hatte ich eine ziemliche Bob-Runde. Und dachte ich mir, suchst du doch nochmal eine Runde, wo der so richtig geil performt. Und die habe ich gefunden. Aber lasst euch davon gleich noch überraschen. Ich weiß nicht, bringt's was, den mal vorzustellen, großartig. 1390 Turm, Wanne vom weiß ich nicht was, Kanone, 6er Kanone, 100, knapp 150 Pen normal, 190 mit Gold, 4 Schuss im Magazin, dazwischen 2 Sekunden warten. Präzision glaube ich 0,35, ja 0,35, Präzision ist cool, kann man nicht meckern. Munitionsvorrat ist auch in Ordnung. 20 Gold habe ich mit dabei. Außer Premium-Feuerlöscher fahre ich nichts anderes. Mannschaft ist scheiße, aber levelt sich gerade irgendwie hoch. Insofern, ja. Lasst uns mal das Game angucken, weil das Game ist echt geil. Das ist so ein richtiges... der Kollege kommt übrigens, der spielt auf einem amerikanischen Server. Insofern, er würde wahrscheinlich sagen, awesome! Awesome game. Yo, motherfucker. Der Bio. Hey, Bio. Was machst du da unten? Ah, nee, ich muss ja da lang winken, glaube ich. Ja, mit dem muss ich gleich mal reden. Jo, sehr cool. Gucken wir uns an. Wird lustig. Bis gleich. Jawollo. Und da sind wir. Auf der Map. Klippe. Und können uns angucken, wie der Silent Symphony. Ein ganz... Was heißt ein ganz netter Spieler? Der, sag mal, es ist kein Reroll-Account. 33.000 Spiele. Blau. Ja, also vernünftiger Spieler, ohne Frage. Also gehört schon eher zum oberen Drittel, Viertel, Fünftel. Guter Spieler, sehr guter Spieler. Klippe. Mit dem Tank. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, weil ich finde ihn geil, ohne Frage. Aber so richtig der Groschen gefallen ist bei mir noch nicht, so dass ich sage, also ich habe, ganz ehrlich, ich habe mit dem Durchschnittsschaden von 800, das ist nicht viel. Gehört immer dazu irgendwie, naja, anfänglich und so und hier und da, aber ist nicht viel. Also ich muss, bin auf der Lernkurve. Gut, er hat Artis, er hat, und er hat aufgepasst, als es um die Map-Kunde ging. Denn dieser Punkt dort oben ist wieder was zum Lernen hier. Dieser Punkt dort oben, wo der Lux, der erste Lux, durchgefahren ist. Dieser Punkt ist ein Punkt, wo man kurz die Gegner sehen kann, die dort hochfahren. Zumindest, wenn sie drüben auf dem Weg fahren. Und das hat er abgewartet. Danach hat er sich aber auch relativ schnell, sage ich mal, hier an den Berg verfatzt. Denn die zwei Artis machen schon so weit Aua, dass irgendwie nicht gut ist. Ja, ich würde mal sagen, es fehlen schon der ELC und, Kommandanter, nicht so schön. 1 zu 2, gut, sind jetzt nicht so die mega wichtigen Panzer. Was ich mir auch vorhin angeguckt habe, ich bin mir gar nicht sicher, das Matchup ist in meinen Augen auch nicht so richtig geil. Der Gegner hat einen T-150, einen Heavy, und er ist der 6er. Klar, er ist Top-Tier, aber, vom Matchup nicht so cool. Haha, und wer es eben gesehen hat, da dachte ich beim ersten Mal gucken, dachte ich so, alles klar. Es steht 2 zu 5. Er hat hier schon sein Rap-Kit verloren, weil er den Motor rappen musste, weil der Cromwell ihm da hinten eine reingedrückt hat. Das Ding ist doch gelaufen. Das Ding ist doch, da ist doch die Kacke am Dampfen. Also ich meine, die Siegchance war ungefähr ausgeglichen, aber, was bei ihm da schon alles tot ist, inklusive einem dicken Max, der noch ganz vernünftig war, und Top-Tier inklusive, krass. Also spätestens da dachte ich so, wie soll es zu dem Ergebnis noch kommen? Die Mitte ist völlig tot. Hier gibt es der M4, der ist in bitterer Not. Dann kommt es noch hinzu, wenn man dann die XVM-Farben noch von den Leuten sieht, dann denke ich mir immer so, boah, jetzt ist ja alles verloren. Aber der Churchill tut eben den Gefallen, auch fast nur zu Ende geaimt, und lässt sich von ihm wrecken hier, weil er seinen Arsch zu weit hochsteckt. Sehr cool.
Sehr cool, da hat er schon auch die ersten 3 Kills im Sack, aber der. Hallo M3 Lee? Hallo, was wird das? Aber er scheint den Tank wirklich schon verinnerlicht zu haben. Gut, sowas kann mal passieren. Auch mit welcher Muni auch immer, dass man irgendwo mal nicht durchkommt. Aber da waren es schon 4 Kills. Die Flanke aufgeräumt, aber wir gucken uns die Mitte an. Mitte tot. Also passt so ein bisschen zu den Games der letzten Woche von mir. Mitte tot. Alle tot. Mein Team immer tot. Ich scheiße drauf. Ich nur scheiße gebaut. Ich Bob. Team tot. Schlechte Kombi. Schlechte Kombi. Ja. Was machst du in so einem Fall? Die sind ja alle unten. Na, wir gucken mal auf die Minimap. Hier sind die alle unten. Das ist ja natürlich schon mal geil. Unten bis auf die beiden Artis und die Wolverine, die noch nicht offen war. Und insofern ist das natürlich schon mal ganz geil, weil was machst du, wenn du hier oben bist und die da unten und du hier eigentlich einigermaßen safe schießen willst? Dann siehst du zu, dass du durch die Büsche schießt, ne? Ihr wisst ja, entsprechende Entfernung zum Busch, hier oder da, hier dahinter stellen, 15 Meter dahinter, dann wird euer Feuerball vom Gegner nicht gesehen, ergo, ihr geht nicht auf. Ergo ist übrigens ein schönes Wort. Ergo, ihr macht Schaden, der Gegner sieht euch nicht. Umfahren von Gegenständen. Ja, ja. Ja. Nicht genug Gun Depression für den AT, aber wie auch immer, ich schieße. Wow, 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 AT Power! Ich schieße so eine Sachen dann immer in Dreck. Seiner geht durch. Sauer. Ja, für alle, die sagen, wow, ist ein Goldspammer hier irgendwie, ist doch total scheiße. Naja, guck mal, wenn 10 zu 13 steht, wäre mir auch jegliches Mittelrecht. Ja, das finde ich sehr geil. Echt mega mutig, weil ehrlich gesagt. Also entweder er hat schon die Übercrew auf dem Ding drauf, weil Übercrew, Schweden, kann doch gar nicht sein. Oder er hat einfach alles auf eine Karte gesetzt, weil während der Fahrt ist zumindest meiner nicht so ultra präzise. Nun denn, kann natürlich. Ist immer so die Kacke, wenn ich mir von What Replays was suche, dann weiß ich natürlich nicht, was die für Mannschaft drauf haben. Aber ich sag mal, das Ding ist ja noch relativ aktuell. Da kann ja noch nicht so viel sein. So, Tarnwert for the win. Erster Schuss geht in die Kette. Das ist schon mal nicht so geil. Boah, der schießt daneben. Das ist schon eher wieder geil. Und er kann ihn beseitigen. 190 pennt nebenbei mit der Premium-Ammo. Und knapp 150 mit der normalen. Also nochmal zum in Erinnerung rufen. Da, oh, what? Alter, ja, da sind die Steine. Da hätte ich jetzt vor Aufregung auch reingeschossen, wenn die Arti neben mir. Alter Verwalter, auch keinen Splash gekriegt und nix. Läuft bei ihm. Wunderbar. Boah, schießt wieder vorbei. Alter Verwalter. Artis haben ja gerade. Oder. Teile der Artis haben ja gerade geschossen. Laden jetzt auch nicht 100 Millionen Lichtjahre nach. Also insofern. Schon riskant, die ganze Sache. Aber. Es ist halt immer so, man braucht auch bei so einer Runde, mittlerweile schon mit 10 Kills unterwegs, der Gute. er schreibt auch im Chat, verdammtes Adrenalin. Ich denke mal, dass in Sandschießen war die Aufregung. Naja, ich meine, ich wäre schon klinisch tot. Da wäre schon gar nichts mehr. Nee, sehr geil. Nur noch die 2 Artis. Also kann man jetzt sozusagen über Sichtweite spielen, die der Tank zwar nicht so ultra weit hat, sage ich mal, in der, macht er jetzt? Das würde ich nicht machen. Ich würde mich jetzt drüben hier an den Stein da irgendwie ran, ran, ja, genau, genau, genau. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. An den Stein ranpirschen und, sehen, was ich dort über Sichtweite aufmachen kann. Denn eine andere Chance hat er nicht. Denn wenn er sich irgendwo zeigt oder eine Arti rushen geht, und die Artis sind irgendwo bei ihm eingeaimt, geht er halt brutale Gefahr ein, dass, naja. Die kleinen Artis haben jetzt auch nicht so lange Aimzeit, also das ist schon fies. Genau. Busch suchen. Nee. Cap geht an. Nee. Cap geht an. Na ja, gut. Grille Hummel.
Können auch vorwärts fahren. Und wenn die schon das halbe Game gefahren sind, dann ist Mobilität, schlechte Mobilität auch scheißegal. Weil, who cares? Wenn man früh genug losfährt, ist man auch irgendwann da. Jo. Cap wieder aus? Okay. Manche Logik in diesem Spiel erschließt sich einem nicht, aber egal. Wo ist er? Vor allen Dingen, einer war drin, Cap. Einer? Hier ist er nicht. Ist natürlich... So ein Ding willst du dann natürlich auch gewinnen. Boah, ey, au, oh Mann, ey, er war mit seinem nicht zu Ende nehmen. Macht meine Kanone nicht. Er muss eine deutlich bessere Mannschaft haben als ich. Oder es gibt da einen Trick. Nee, ich denke mal, der Trick bei dem Viech ist auch relativ schnell dann die Lüftung reinzuknallen, denke ich mal. Und Brothers, die Lüftung kannst du ja von Anfang an schon. Ich meine Brothers in Arms. Denn da zählt natürlich alles. Da zählt schneller geladen haben, besser zielen. Bei so einem ja, bei so einem Mobilität wird, da wird sich nicht viel tun, aber das ja. Na, immer noch bei dem Spiel, die Artis, beziehungsweise die zweite, ist ja nach wie vor, die Hummel ist nach wie vor nicht offen. Da, tja, ich meine, genug Zeit hat er gehabt. Ich hätte jetzt auch, du weißt, wo die Grille ist. Die Grille ist eingeschüchtert, der hat man schon mal eine verpellt. Da würde ich auch überlegen, wo steht die zweite, die Hummel? Also ich stelle ja ganz oft dann so eine XVM-Überlegung an. Kann auch total in die Hose gehen, kann aber auch richtig gut funktionieren. Diese XVM-Überlegung von mir wäre dann, Grille ist jetzt nicht so der Spieler, wie drücke ich es denn aus, der jetzt schon 100.000 Millionen Games hat und Lila ist, der total gewitzte Schachzüge da ausbrütet, sondern der wird wahrscheinlich zusehen und Angst haben und unsicher sein und da jetzt irgendwie in der Nähe bleiben. Denke ich mir manchmal so. In diesem Falle würde ich das denken. Aber muss auch nicht. Muss nicht. Muss, ich kann mich auch gar nicht genau erinnern, ob hier vielleicht ist er auch weg. Weg. Ja, ist, nein. Ist noch da. Ist natürlich auch immer die Frage, die man sich, also da, und da geht einem ganz schön, na gut, okay. Gar nicht schlecht gemacht von der Grille. Gar nicht schlecht gemacht, weil er jetzt hier sozusagen geblieben ist und du musst dich als Arti für eine Ecke entscheiden. Du musst zusehen, eine Ecke, von einer Ecke kann der Feind nur kommen und du musst dich für die Ecke entscheiden. Du hast ja keine Chance. Du aimst ja immer fünf Tage um, so, Hummelalarm! Jetzt ist wieder geil. Oh, also ich würde mal sagen, das war mehr als knapp. Empfehlende Wagen verstört. Wenn wir jetzt Schwedisch könnten, hätten wir, wäre das wahrscheinlich... das letzte Fahrzeug ist vernichtet worden, du Penner, und hast 12 Kills. Nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall, da jetzt in so eine Situation, da gehört, das ist dann wieder die Portion Glück, die dazu gehört. Um das dann... Boah, stellt euch mal vor, der wäre jetzt getroffen worden. Die Arti hätte ihn jetzt mal einfach weggemacht, penetriert und er wäre einfach mal bupp, weg gewesen. Oh, dann würde man sich ärgern. Geil. Sehr geiles Game. Gucken wir uns gleich auch nochmal Zusammenfassung an, aber bis hierhin schon, ja, keine Ahnung. Ich hatte noch nie 12 Kills, schon gar nicht mit dem Auto. Fast 3000 Schaden sind auch einfach mal eine Ansage. Viel Glück dabei, aber gucken wir doch mal die Stats uns an, was das Game so ausspuckt. Bis gleich. So, da sind wir in den Auswertungsscreen. Nebenbei fällt mir gerade noch ein, wollte ich noch vorhin erzählen, habe ich vergessen. Natürlich ein absolut krasser Fail von der Hummel am Ende. Denn, ihr müsst euch mal überlegen, die Hummel weiß anscheinend gar nicht, was dieser Tank für ein Damage macht und dass der ja auch immer 2 Sekunden zwischen den Schüssen hat. Und wir haben es ja gesehen, der brauchte 3 Schüsse. Also ich sag mal, ein Schuss hätte die Hummel sich locker noch einfangen können. Dann lohnt sich in so einem Fall als Arti immer. Auto-Aim rein, Aim, die Schüsse warten, die man aushalten kann, hoffen, dass man nicht geamoracked wird und dann abzudrücken. Denn dann hast du auf jeden Fall mehr geaimt. Während ihr getroffen werdet, aimt der weiter. Und dann hast du
Das wäre eine Chance gewesen für die Hummel. Ja, ich hätte da nicht sofort abgedrückt, aber wie es immer so ist, im Eifer des Gefechts. Gemastert hat er das Ding natürlich. Blech, 65.000 hat er noch verdient. 3,7 XP. Die Pools natürlich verdienterweise für mehr als 10 gekillte Gegner. Heikaliber natürlich auch und Top Gun. Wie soll es anders sein? Naja, und mit 2,9 steht da. Das ist schon krass. Also, ich meine, wenn ich mir überlegen, 2,9. Und dann kommt erstmal ganz lange nichts. Na gut. Da reden wir mal gar nicht drüber hier. Da reden wir auch nicht drüber. Da reden wir auch nicht drüber. Das komplette Team von ihm. Das komplette Team von ihm hat, bis auf die Le OP-Arty, die hat noch ein bisschen gearbeitet. Der Archer. Aber sonst hat das komplette Team gefehlt. Alter Verwalter. Hoppala! Das Gegnerteam ja auch. Tja, krass. Aber ich wiederhole mich, aber solche Runden funktionieren halt nur, wenn das Gegnerteam fällt, sein Team fällt und er die ganze Zeit Glück hat und am Leben bleibt. Oder so gut arbeitet und am Leben bleibt. Who knows? Jo, wenn ihr solche Runden habt, speziell mit dem Tank, würde mich sehr interessieren. Geile Runden mit dem Tank, schickt mir die. Dann, ja, seid ihr mit dabei. Ansonsten hoffe ich, hat es euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall schon gefallen beim Zugucken, weil es wieder so ein krasses Game war, wo ultra viel Glück dabei war, wo auch Übersicht und Können und also sozusagen Anerkennung für Können, Bewunderung für Glück und Spaß, weil es halt einfach wieder mal total skurril war. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.